Mittagstraining nach schon einem langen Tag. Ich mache jetzt also wirklich Wettkampf-Kihon auf mehr oder weniger kleinstem Platz. Also meistens reichen so 4 mal 2 Meter, also so 4 Quadratmeter. Ich erkläre jetzt nicht viel dazu, weil das eigentlich wirklich so Kombinationen aus Katas sind oder zusammengestellt. Einfache Technik, erklärt natürlich die Technik, macht langsam vor. Machen wir dann gemeinsam. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr natürlich gerne fragen. Ich habe jetzt bewusst keine Kata beibringen oder sonst was gemacht, weil das über Zoom natürlich immer ein bisschen schwierig ist. Aber dafür halt Kihon aus Katas herausgemacht. Okay, dann fangen wir an. Ein bisschen zu warm werden, ein paar Techniken auf der Stelle. Und wir machen uns zu. E. B. Dann. Chi. Good. Good. Teach. Touch. Q. Chu. Und Arme. E. Ni. San. Chi. Good. Good. Teach. Touch. Q. Chu. Und Uchu. E. Ni. San. Chi. Good. Good. Teach. Touch, Q, Chu. Und so drücke ich. Ni, San, Chi, Q, Teach, Touch, Q, Chu. Wieder mal ich. Ni, San, Chi, Q, Teach, Touch, Q, Chu. Und Stunde. Ich. Ni. San. Chi. Ge. Ge. Teach. Touch. Ge. Chi. Okay. Und Arme lockern. Ein Bein nach vorne. Und locker nur das Knie anziehen. Ich. Ni. San. Chi. Ge. Ge. Teach. Touch. Q. Two. Und final stitch. Each. Knee. Sun. Chi. Good. Good. Teach. Touch. Q. Two. Und final stitch. Von innen nach außen, das Knie ist noch angewinkelt. Ich. Nee. San. Chi. Good. Good. Teach. Touch. Q. Chu. Und beim Wechsel. Ich. Nee. San. Chi. Good. Good. Teach. Touch. Q. Chu. Und beim nächsten. Von außen nach innen. Each. Ni. San. Chi. Good. Good. Teach. Touch. Q. Two. Und dann nächste. Each. Ni. San. Chi. Good. Good. Teach. Touch. Good. Chu. Und Arme lockern, Beine lockern. Auf der Stelle Meier. Each. Ni. San. Chi. Good. Good. Teach. Touch. Q. Chu. Okay. Und Fumi komme zur Seite. Each. Ni. San. Chi. Good. Good. Teach.
Chill. Chill. Das Lockern, die Hüfte kreisen. Mal schnell die Ansicht ändern. Okay. Wir gehen zur Seite. Jetzt haben wir die Armtechniken gemacht und Beine. Jetzt machen wir Stellungen. Das heißt, zur Seite Zenko Sudashi Kyan zu gehen. Each. Und. Nee. Und immer wieder zur Mitte zurückkehren und dann wieder neu aufhören zu sein. San. Chi. Ye. Ti. Hach. Kyu. Okay. Als nächstes nach vorne Stuhl. Ich. Nee. Sa. Chi. Wir gehen zurück. Kibadachi geht dann dabei. Ich. Nee. Sa. Chi. Ye. So, als nächstes machen wir ein paar Kyon-Techniken anhand des Unsu-Sterns. Also Unsu geht ja immer 90 Grad, 180 Grad, 90 Grad, 180 Grad. Und das machen wir auf beiden Seiten. Wir beginnen einmal nach links und wir beginnen aber auch nach rechts. 90 Grad, 180, 90, 180. Genau. Der Einfachheit halber machen wir es genau mit der Unsu-Technik. Und da fangen wir jetzt an. Gut. Und wir beginnen nach links. Each. Praktisch du, klappen zu. 180. Nee. Praktisch du, klappen zu. Nach vorne, Tattestoß an. Und nach hinten schief. Vorne wieder aufstehen. Und jetzt gehen wir nach rechts. Each. 180. Nie. 90 Grad. Dann schief 180. Und wieder. Und noch einmal nach links. Each. Nee. Dann. Schief. Und nach rechts. Ich. Nee. Dann. Schief. Und eine letzte Runde. Einmal noch nach links. Einmal noch nach rechts. Ich. Nee. Sa. Chi. Und nach rechts. Ich. Ni. Sa. Chi. Und. Okay. Gut.
Darauf aufbauend kann man natürlich immer ein paar kleine oder längere Kombinationen dran setzen. Und man hat so eine Übungsform, wo man halt einfach noch ein bisschen mitdenken muss, wie geht es jetzt weiter. Werden wir jetzt gleich sehen. Jetzt wird es ein bisschen, ja, nicht komplizierter, aber ein bisschen was anderes. Wir machen zur Seite Kehrte zu Beach. Setzen oben Klimatouch, Knie und wieder Kehrte zu Beach. Dann 180 Grad wenden, Kehrte zu Beach. Klimatouch, Knie. Und nach vorne Beach. Klimatouch, Kehrte zu Beach. Und nach hinten, Sam. Kehrte zu Beach. Kibadachi, Kibadachi. Und so. Wir gehen nach rechts. Kibadachi, Kibadachi. Kibadachi, Kibadachi. Kibadachi, Kibadachi. Und 180 Grad. Kibadachi, Kibadachi. Kibadachi. Und nach vorne. Kibadachi, Kibadachi. Kibadachi. Und nach hinten, Kehrte zu gehen, Kibadachi, ja. Und los. Okay, und das Ganze nochmal nach links. Ich, nie, san, ich, nie, san, ich, nie, san, und ich. Ni, san. Und jetzt. Und nach rechts. Ich. Ni, san. Ich. Ni, san. Ich. Ni, san. Und ich. Ni, san. Und jetzt. Okay, einmal noch nach links. Und einmal nach rechts. Und ich. Nie. Zack. Ich. Nie. Zack. Ich. Nie. Zack. Und ich. Nie. Zack. Und so. Und nach rechts. Und ich. Nie. Zack. Ich, nie, zack, ich, nie, zack, und ich, nie, zack, und los. Und weg. Und kurz auslockern. Gut, wir bleiben als erste Technik beim Kehrtezuki. Gehen zurück, Neko Ashidachi, Maigeri, Neko Ashidachi Uchibuke, Maigeri Kehrtezuki. Andere Stilrichtungen können natürlich auch klar Kibadachi durch Shikadachi ersetzen. Jetzt klassisch im Shikoryu wäre hier natürlich auch der Shouke, kann man genauso machen. Und man kann auch mal den ein oder anderen Kehrtezuki durch den Shotei oder Mukite ersetzen. Wir gehen zur Seite. Kyaku zu Beach. Nee, Neko Ashidachi zurück. Und vorderes Bein, also Mai Ashigeri. Mai Geri. Kyaku zu. Genau. Und wenn 180 Grad Beach. Nee. Neko Ashidachi. Mai Geri. San. Shi. Und nach vorne. Beach. Nee. San. Schi. Und nach hinten Kehrte zu Beach. Ni. San. Schi. Und so. Und das Ganze nach rechts. Und ich. Ni. San. Schi. Ich. Ni. San. Schi. Ich. Ni. San, Shi, und ich, Ni, San, Shi. Und los.
Nee. Dann schief. Ich. Nee. Dann schief. Dann ich. Nee. Dann schief. Und gut. Und nach rechts. Ich. Nee. Dann schief. Ich. Nee. Dann schief. Ich. Nee. Dann schief. Und ich. Nee. Dann schief. Und ganz lockern. Als nächstes machen wir Kartestoke, Jakuzuki, Oizuki, Weigere hinten absetzen, Jakuzuki. Und wir beginnen nach links. Ich. Das ist langsam. Genau, aus der Dusche schieben rein. Ich. Nie. San Chi. 180 Grad wenden. Ich. Ich. Nie. San Chi. Und nach vorne. Ich. Ich. Nie. San Chi. Und nach hinten. Ich. Ich. Nie. San Chi. Und so. Und das Ganze nach rechts beginnend. Ich. Ich, nie. San, chi. Ich, nie. San, chi. Ich. Ich, nie. San, chi. Und ich. Ich, nie. San, chi. Und ich. Oh. Einmal noch nach links, einmal noch nach rechts. Ich. Ich, nie. San, chi. Ich. Ich, nie. San, chi. Ich, nie. San, chi. Ich, nie. San, chi. Und nach rechts. Und. Ich. Ich, nie. San, chi. Ich. Ich, nie. San, chi. Ich, nie. San, chi. Und ich. Ich, nie. Zack, schieb. Okay. Okay, und auslockern. Zum Durchschnaufen. Dann machen wir aus der Busche Shia Shung den Hauptteil. Und zwar machen wir das immer auf beiden Seiten. Also wenn ich Hatha im Kihon mache, dann immer beidseitig. Das ist bei manchen Techniken ein bisschen schwierig, aber das hilft. Zum einen ist es ganz gut, dass man eben nicht so einseitig ist. Und zum anderen hat es tatsächlich, das habe ich bei Wettkämpfern auch mal festgestellt, die können was auf einer Seite nicht und dann lässt man das mal eine Zeit lang auf der anderen Seite üben und der Körper macht es dann da richtig und dann kann man referieren, ne? Wie geht's denn, was kann man da jetzt nehmen, was du da auf der Seite besser kannst, weil irgendwas am Gelenk etc. nicht so funktioniert und das auf die andere Seite oder weil man es schon so gelernt hat und der Fehler schon so eingeschlissen ist. Und so kann man einfach manchmal mit der falschen Seite, kann die aber auch helfen, die richtige Seite zu verbessern. Ja, man lernt ja auch immer mit, genauso auch zum Zuschauen.
Also, wir gehen zurück. Erstmal rechts zurück, ganz normal. Ich. Nie. Rutsche auf die Leder dabei. Und nach vorne den Muskel kurz. Dann. Schieke. Und weg. Und das Ganze zur anderen Seite. Ich. Nie. Ich. Nie. Zahn. Genau. Und zurück. Und wieder. Ich. Nie. Ich. Nie. Zahn. Und zurück. Und ich. Nie. Ich. Nie. Zahn. Okay. Und nochmal. Und ich. Nie. Ich. Nie. Zahn. Und. Ich. Nie. Ich. Nie. Zahn. Okay. Und noch zweimal. Einmal rechts, einmal links. Ich. Nie. Ich. Nie. Zahn. Und durch. Und links zurück. Ich. Nee. Ich. Nee, sag. Und durch. Und durch. Okay. Als nächstes, was ich ganz gerne mit Wettkämpfer mache, ist das Ganze in der Endlosschlaufe. Das heißt, wir gehen zurück. Warm. Bam, bam, bam. Und, genau. Und das lässt man dann einfach so, keine Ahnung, 10, 20 Mal machen oder geht nach einer Zeit, eine Minute, zwei Minuten. Wir machen das jetzt einfach, wir machen einfach nur zwei, einmal vor, einmal zurück, joi, und dann auf der anderen Seite. Ich zähle aber eh alles durch. Rechts zurück, ich, weh. Ich. Nie, sag. Und wenn du. Ich. Nie. Ich. Nie, sag. Und durch. Und jetzt links zurück. Ich. Nie. Ich. Nie, sag. Ich. Nie. Ich. Nie, sag. Und wieder hier rüber. Okay, und rechts zurück. Ich. Nee. Ich. Nie, sag. Ich. Nee. Ich. Nie, sag. Und durch. Und links zurück. Ich. Nee. Ich. Nie. Sag. Und ich. Nee. Ich. Nie. Sag. Ja. Okay. Wenn das links nicht so gut klappt, dann ist es kein Problem. Zum einen ist es einfach Übungssache. Und selbst obwohl ich das auch öfters mache, ist bei mir natürlich die andere Seite auch die bessere. Und das ist kein Problem. Es geht einfach nur darum, es zu probieren und es mal seinem Körper mal was Neues zu geben, statt die eingefahrenen Muster. Ja, man muss dann einfach noch nachdenken, wie habe ich den Arm, wer ist da vorne, wo man gar nicht mehr nachdenkt. Und auf der richtigen Seite, also weiß man das, und auf der linken muss man das dann eben adaptieren. Gut. Wir machen jetzt dasselbe mit dem Kanko-Sho-Teil. Ich. Maigiri. Ich. Uraku. Und zurück. Uchiuke. Kyakutsuki. Kreuzuki. Genau. Und los. Und das Ganze auf die verkehrte Seite.
Das heißt, wir gehen nicht links vor, sondern wir gehen rechts vor. Each. Me. Dann. On each. Each, okay. Nisa. Genau. Okay. Und wieder richtige Seite. Each. Knee. Dann. Each. Nisa. Okay. Und falsche Seite. Each. Knee. Dann. Each. Knee. Dann. Okay. Dankeschön. Gerne. Danke auch für das Training. Ja, ich muss leider los. Tschüss. Ja, kein Problem. Sorry. So. Ciao. Schönen Tag, guten Rutsch. Okay, und wir machen wieder richtige Seite. Each. Meirich. Urakni. Zurück, Rutschwirke. Kyakotsuki. Holzuki. Genau. Und die falsche Seite. Und. Each. Knee. Dann. Each. Knee. Dann. Ja, wunderbar. Okay. Gut. Jetzt machen wir das wieder mit der Endlauschaufel. Auch, wie gesagt, nur ganz kurz. Es sollen hauptsächlich auch Anregungen sein. Prinzipiell kann man das natürlich alles viel länger machen und ausgiebiger oder sonst was, aber das wird dann auch ein bisschen zu langweilig. Und da fehlt auch die Präsenz, wo man dann besser korrigiert. Wir machen es auf der richtigen Seite. Each. Und jetzt die ganze Kombination. Mai. Zurück. Zurück. Utschiuke. Yakuzuki Hoi. Wendung. Manchiuke. Und auch zu Chi. Und dann nochmal vor. Ich mache es mal seitlich hier. Das ist vielleicht leichter zu sehen. Each. Mai. Vorrücken. Zurück. Rutschirke. Yakuzuki. Vollzuki. Wendung. Hokusudashi. Und aufziehen. Kidambarai. Kidambarai zurück. Ja, genau. Okay, wir bleiben jetzt auch nochmal eine ältere Seite. Ich wieder nach vorne. Mal hier rücken, Knie, San. Zurück, Rutschirke, Ich. Knie, San, Jakob, Wolf. Wendung. Manche und auf den Chi. Und noch einmal. Ich. Knie, San. Rutschirke, Ich. Nisa, Chi und Wende. Okay, gut. Und noch ein. Jetzt probieren wir das zwei, drei Mal auf der falschen Seite. Ich mache es wieder seitlich vor. Ihr könnt es nach vorne machen oder seitlich. Das ist egal. Auch wie ihr besser Platz habt. Wir gehen rechts vor. Ich. Genau, links meinen. Nee. Links Uraken, Kosedatsch. Zurück, Rutschirke. Kyakuzuki, Oizuki, Wendung, Manchirke. Und zurück, Kidambarai. Genau, und wieder nach vorne. Each. Knee. San. Each. Knee, San. Chi. Good. Wunderbar. Und noch einmal. Each. Knee. San. Each. Knee. San. Chi.
Each. Ni, san. Chi. Okay, und ein letztes Mal. Machen wir es noch. Each. Ni, san. Each. Ni, san. Chi. Gut, wir gehen zur Seite und machen Sukuna Haltoke Uchi in Kiwarachi. Und ich. Beide Handflächen zeigen nach oben. Und Jörg. Und zur anderen Seite. Nee. Ah. Wie gesagt, ist auch Shikurachi noch. San. Ah. Shi. Ah. E. Ah. Teach. Gut. Jetzt setzen wir noch die nächste Technik dran von der Bushoshiyoshu. Each. Übersetzen. Knie hoch, Fäuste nach vorne und zurück. Genau. Und durch. Zur anderen Seite. Ich. Ni. San. Shi. Wenn er mit den Armen nicht klarkommt, weil er die Kraft dann nicht kennt, also ich kann es mal, versuche es mal besser zu zeigen. Bam. Übersetzen. Die Hände gehen nach vorne, wie wenn man eine Faust nimmt und dann zurück in Kamae. Und dann geht es eigentlich auf die andere Seite. Und hier ist es auch die Hand, wo das Bein oben ist, ist unten und dann zurück in Kamae. Genau. Wenn man es jetzt nicht kann, weil man die Kata nicht kann, es zu schnell geht, keine Ahnung, geht einfach zurück. Ist nicht so wichtig. Das, wenn man die Kata machen will, natürlich ist es dann wichtig. Aber es geht jetzt hier hauptsächlich um Kibadachi, unten bleiben, übersetzen, ne, um die Koordination von den Beinen. Und wir gehen wieder nach rechts. Ich. Ni. San. Shi. Und jo. Und wir gehen nach links. Ich. Ni. San. Shi. Okay. Und nochmal nach rechts. Ich. Ni. San. Chi. Und los. Und nach links. Ich. Ni. San. Chi. Okay. Jetzt setzen wir den ganzen Teil zusammen. Wir gehen nämlich einmal hin, einmal zurück. Und ich. Nee. Außen, San. Und jetzt im Stand. Zu Kummel, okay, auf der anderen Seite. Haltung. Genau, über den Beach. Nee. San. Gut, und weil wir das jetzt immer alles rechts, links gemacht haben, zwar hier nicht den Unterschied macht, machen wir es aber trotzdem. Wir beginnen jetzt nach links. Beach. Nee. San. Shi. Ich, Ni, San. Genau. Und noch einmal nach rechts. Ich, Ni, San. Chi.
Ich. Nee. Okay. Und nach links. Ich. Nee. Sa. Schi. Good. Ich. Nee. Sa. Okay. Und. Okay. Und jetzt noch an. Das Ganze kann man jetzt dann auch noch kombinieren mit der Fushishiudai-Variante. So. Ja. Ja. Beziehungsweise mit dem zweiten Seitenteil von den Katas. Da ist es. Vielleicht falsch angefangen, ich gehe zu der Seite. Ja. Oh. Nee, ich stehe irgendwie am Klar. Aber mit dem zweiten Seitenteil, bei der Schuh ist es mit Faust, bei der Dai ist es so. Okay. Wir machen die Varianten kurz einmal durch. Wir gehen nach links. Ich. Ni. San. Chi. Ge. Ich. Ni. San. Genau. Und nochmal, wir gehen nach rechts. Ich. Ni. San. Shi. Ge. Ich. Ni. San. Und den zweiten Seitenteil von der Schuhe. Wir gehen nach links. Ich. Ni. Rechts und aus. San. Shi. Links und aus. Good. Ich. Und wieder links und aus und rechts nach zu gehen. Das ist nicht seitenverkehrt. Ne? Noch einmal. Ich. Ni. San. Shi. Ge. Ich. Ni. San. Gut. Das ganze Mushishiudai-Teil. Ich. Wir beginnen nach links. Ni. Links und aus. San. Jetzt nach vorne Nukite. Und die Hand seitlich gestellt. Wendung. Ich. Ni. San. Und noch einmal auf die richtige Seite nach links. Ich. Ni. San. Chi. Ge. Ich, Ni, San. Okay, und durch. Und durch. Kurz locker. Wir gehen nach vorne. Rechts nach vorne, Uraken. Morote Uraken, ja, mit der Unterstützung der Hand. Ich. Einen ganzen Schritt zurück, Tetsu. Ni. Und einen ganzen Schritt vor, Holzen. Ja. Genau. Und so. Und das Ganze links vor. Links Uraken. Ich. Ni. Und wieder rechts vor. Ich. Ni. Sa. Und hier. Und links vor. Ich. Ni. Sa. Und rechts vor. Ich.
Nee. Da. Und links vor. Ich. Nee. Da. Okay, Arm nach rechts, Arm nach links. Ich. Nee. Da. Andere. Und einmal links. Ich. Nee. Da. Dann machen wir noch eine letzte Kombination aus dem Sochin. Wir gehen nach vorne. Sochin Dutch. Uchioke. Uchioke. Gyaku Uchioke. Maigiri. Hinten absetzen. Tsukaru Yoshi. Und Tsuki Tsuki. Und weg. Und wir gehen rechts nach vorne. Uchioke Ichi. Nie. Mai hier. Hinten anziehen. Chi. Und. Und. Wieder links vor. Ich. Nie. Dann. Chi. Und. Und rechts vor. Ich. Nee. Da. Chi. Ich. Nee. Und jo. Und links vor. Ich. Nee. Da. Chi. Und jo. Und rechts vor. Ich. Nee. Da. Chi. Ich. Nee. Jo. Einmal noch links, einmal noch rechts. Ich. Nee. Da. Chi. Geh. Und links. Und rechts. Ich. Nee. Da. Schnee. Ich, nee. Und ja. Und nee. Okay. Habt ihr Fragen? So generell zu dem, zu was anderem? Alles gut, Emil. Gut. Alles gut. Eben auch gut. Vor allen Dingen ist es ungewöhnlich, immer auf beide Seiten das zu unternehmen. Ja, da haben wir auch geschwitzt. Dankeschön, Emil. Da haben wir auch geschwitzt. Ne? Ja, ich mache das wirklich in Kihon eigentlich fast obligatorisch. Ich habe letztes Jahr auch viel Zoom-Training gehalten und da haben wir Katas gelernt, von vornherein auf beiden Seiten. Das ist aber echt schwierig, wenn man die nie so ganz machen kann, weil der Platz halt nicht vorhanden ist und man schon durcheinander kommt. Also vor allem, wenn es eine Cutter ist, wenn eine Cutter ist, die man gut kann, dann ist es kein Problem. Aber wenn man die nicht so gut kann, dann kommt man selber mal durcheinander, weil dann wirklich beide Seiten so ein bisschen gleich sind. Ist eigentlich auch okay. Aber ich verlange es mindestens im Kihon. Auch wenn man bei mir Prüfung macht und SOK-Prüfung immer macht die Kombination auf beiden Seiten. Es lohnt sich einfach, weil es ist einfach schön, auch zu sehen, was der Körper so macht auf der anderen Seite. Und dann nach ein paar Mal gibt sich das eh, dass das sich nicht mehr ganz so ungewohnt anfühlt. Mal, ne? Also Irmi, Dankeschön, super war's. Ja, vielen Dank, hat super Spaß gemacht. Ja, toll gemacht. Vielen Dank.